Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Ceratus 1 Unboxing. Es ist wieder Zeit für ein Mega-Unboxing-Video. Heute zeige ich euch diesen riesigen Berg mit Paketen. Es sind 15 Stück, über 2 Meter hoch. Ich habe es leider gar nicht auf meinen Tisch da hinten bekommen. Ich musste es hier stapeln und hier unten geht es noch weiter. Eine ganze Menge Spielzeug. Wie gesagt, 15 Pakete. Die werde ich jetzt gleich auspacken und zeige euch, was alles drinnen ist. Und für diejenigen unter euch, die meine Mega-Unboxing-Videos noch nicht kennen, ich erkläre euch es kurz. In dem Video, also in meinem Mega-Unboxing-Video hier, packe ich die einzelnen Pakete aus von verschiedenen Herstellern, wie von Playmobil, Lego und anderen. Ich zeige euch die Spielzeuge kurz und in den darauffolgenden Videos werden die Spielzeuge dann richtig ausführlich erklärt. Da zeige ich euch dann die Funktionen, sage euch den Preis und so weiter. So, jetzt lege ich los. Ich fange mit den kleinen Sets, mit den kleinen Paketen an. Hier das erste. Juhu! Was von Lego? Das ist das Vulkan-Starter-Set. Mit einem Fahrzeug. 4 Figuren, einem Mini-Vulkan, der auch ausbricht, der solche Steine als Lava rausspuckt, eine Lava-Kugel, ein cooles Set. So, dann geht's hier weiter. Ah, seht ihr? Was für ein Playmobil, aber was? Jawohl, Weihnachten steht vor der Tür. Und hier der Nikolaus mit 3 Kindern, mit Laternen und einem Pferd natürlich, nicht zu vergessen. Süßes Set. Und weiter geht es. Nehmen wir das Paket hier. Ja, sowas. Schon wieder was von Playmobil. Und zwar das, weiß jetzt gar nicht die Bezeichnung, ich glaube Brandmeisterfahrzeug oder den Einsatzleiterfahrzeug, irgend sowas. Aber wie gesagt, ich werde es in den nächsten Videos nochmal genauer erklären. Mit einer Figur, dem Fahrzeug und einem Feuerlöscher. Richtig cooles Set. So, dann schnappe ich mir mal das Set hier. Aha. Das war schon lange ein Traum von mir. Das ist das Nachrüstset für die Playmobil-Fahrzeuge, zum Beispiel Feuerwehrauto oder so. Das sind Servomotoren, die kann man nachträglich einbauen. Und dann mit dieser Fernsteuerung fernsteuern. Eine richtig coole Idee, da freue ich mich schon drauf. So sieht das Set aus. Hier die Fernsteuerung und hier der Antrieb. So, dann schnappe ich mir mal das Paket hier. Aha. Schon wieder was von Playmobil. Oh, den Lichtschalter getroffen. So, Licht an und das Polizeiauto. Mit 2 Polizisten und Zubehör. Feuerlöscher, Taschenlampe, Funkgerät, Megafon, Mini-Pylonen, Verbandskasten und so ein Schild. Auch ein cooles Set. Ist zwar etwas älter, aber hat mir gefallen. Möchte ich euch vorstellen. Und weiter geht's. Welches soll ich nehmen? Nehme ich das hier. Juhu! Da ist er ja endlich.
Der Playmobil-Mannschaftswagen. Ich weiß, ich habe ihn schon, aber er gefällt mir so gut, da möchte ich gern zwei haben. Mit Blaulicht und einer Sirene, mit zwei Figuren, Zubehör, Pistole, Gewehr, ein Schild, Schlagstock und Taschenlampe. Ja, und wie gesagt, ich finde es richtig cool. Und das kommt dann auch bald, zeige ich euch dann noch genauer. So. Das Paket kommt aus Schottland, glaube ich. England, Schottland. Das gab es hier in Deutschland nicht. Habe ich bei eBay bestellt. Das ist doch ein mega cooles Auto, oder? Jetzt zieht euch mal das Fahrzeug rein, das Polizeiauto. Also wirklich ein Traum. Finde ich echt schöner wie die deutschen Fahrzeuge. Schwarz und weiß. Mit Blaulicht. Und zwei coolen Figuren. Natürlich mit Sonnenbrillen. Richtig heiß das Set. Und passt auch perfekt zu meiner Playmobil-Polizeistation und zu meiner Playmobil-Stadt. So. Und weiter. Ja, sowas. Endlich mal was von Playmobil. Habe ich auch zufällig entdeckt, das Set. Gehört eigentlich hier zu dem Puppenhaus. Seht ihr vielleicht hier? Das ist so ein Anbau, so ein Gartenzaun. Und bei dem Set ist eine Figur dabei. Etwas Zubehör, Rasenmäher, Schaufel, Besen, zwei Fahrräder. Ja, und dieser Zaun, diese Abtrennung und ein paar Blumen. So, und jetzt kommen die großen Sets dran. Und weiter geht's. Also ich weiß selber nicht, was immer in den Paketen drinnen ist. Ich habe sie ja zwar bestellt, aber bei der Menge natürlich verliert man etwas die Übersicht. Deswegen bin ich immer selber gespannt, was da rauskommt. Wow, da haben wir doch mal was Cooles. Von Playmobil natürlich. Schön in Folie eingepackt. Das amerikanische Feuerwehrauto. Ist doch ein Hammerteil. Also mir hat es so gut gefallen, musste ich gleich zuschlagen. Natürlich mit Blaulicht und Sirene, zwei Figuren, Feuerlöscher, Megafon und einer ausfahrbaren Leiter, oder besser gesagt einer aufklappbaren. Ausfahren kann man sie leider nicht, aber dafür hier den Korb verstellen. Ein Traum, oder? Natürlich perfekt zu meiner Playmobil Feuerwehrstation. So, Karton weg. Und welche schnappe ich mir? Das hier. Mal schauen, was sich da drinnen versteckt. Ah, jawohl. Hier habe ich was bei Playmobil bestellt im Online-Shop. Hier auch zu Weihnachten passend. Das Weihnachtsset war eigentlich auch ziemlich günstig. Kleinen Moment, ich muss gerade mal schauen. Ja, Fall rein. Weihnachtszimmer 11,99 Euro. Also ein Hammerpreis. Müsste zuschlagen. Wie gesagt, bei Playmobil im Online-Shop. Und richtig viel Zubehör dabei. Zwei Figuren, ein Hund, ein Adventskranz, Tannenbaum, natürlich beleuchtet, etwas Einrichtung, Sessel, Schränke und eine Menge an Kleinteilen wie Bücher, Geschenke, eine süße Mini-Krippe, ja, und noch anderen Teilen. Also richtig cool für den Preis, nicht schlecht. So, was habe ich da noch bestellt? Das ist, jawohl, genau, das ist die Straßenkehrmaschine. Meine Playmobil-Stadt muss doch sauber sein. Deswegen habe ich mir die bestellt.
Und die zeige ich euch dann auch bald in einem extra Video. So, dann geht's hier weiter. Das ist die Erweiterung für meine Feuerwehrstation. Oder besser gesagt, Erweiterungen. Die ist doch viel zu klein. Ich habe jetzt so viele Feuerwehrfahrzeuge und die können nirgends parken. Und deswegen habe ich die zwei Erweiterungen bestellt, damit ich meine Feuerwehrstation vergrößern kann. So, dann, ach süß, Playmobil hat noch eine CD reingelegt, Playmobil Princess, das sind immer so Kurzfilme, Prinzessinnen, der Film, geht 12 Minuten, richtig cool. Und noch eine CD, eine DVD mit den Ägyptern, geht 13 Minuten, Römer und Ägypter, der Film, richtig cool. So, und dann kriegt man meistens noch ein Geschenk ab einem bestimmten Bestellwert. Da habe ich jetzt diese Frau, oder das ist doch, glaube ich, Aschenputtel bekommen und einen Mann. Und was habe ich hier noch bestellt? Das ist ein Polizist. Ah, und ein Ritter, glaube ich mal. So, und dann geht's weiter. So, mal zur Abwechslung wieder was vom Playmobil. Dieser riesige Radlager, ein Monsterteil, passend zu meinem Schwerlastkran und zu meinem Lastwagen, auch Max 7, mit riesigen Rädern, ganz vielen Felsen und Steinen, einer Figur, einer Schaufel und einem Besen, ja, und dem riesigen Radlager. Okay, und weiter geht's. Jetzt kommen die ganz großen Sets dran. Und, seid ihr auch gespannt? Ja, ich auch. Schauen wir mal, was uns dieses Paket Schönes bringt. Da ist sie. Die Lego Feuerwehrstation. Sieht so aus. Natürlich mit Fahrzeugen, Hubschrauber, ganz vielen Figuren. Und die Feuerwehrstation selber, die ist natürlich riesengroß. Mit einer Feuerrutsche. Dann ist so ein kleiner Imbissstand dabei, Hotdogstand, der brennt. Da kann man dann gleich den ersten Einsatz nachspielen. Dann gibt es hier so ein Hochbett, damit sich die Feuerwehrleute und die Feuerwehrmänner und die Feuerwehrfrau auch ausruhen können. Dann der Hubschrauber, ja, dieser Wagen mit diesem ausfahrbaren Kran. Dann noch ein kleines Feuerwehrfahrzeug und wie gesagt eine ganze Menge an Figuren. Ein richtig cooles Set, das gefällt mir sehr gut und wird auch bald gezeigt. Jawohl, schaut mal, das Haus vom Weihnachtsmann, da ist es, Playmobil Christmas Set, richtig süß, hat mir echt gut gefallen, habe ich bei Müller entdeckt und zwar noch reduziert, 39,99 und zum halben Preis für 20 Euro, also kann man echt nichts sagen. Hier die Rückseite, ihr seht das Haus, schneebedeckt, ein Ofen,
Menge Einrichtung, eine Katze, ein Fisch, Leiter, Bank, ein Tisch, ein süßer Schneemann, ein Wichtel, Weihnachtsmann und noch Geschenke und ein kleiner Weihnachtsbaum. 128 Teile, was will man mehr für 20 Euro? So, jetzt mache ich den Tisch frei und dann kommen die zwei ganz großen Sets dran. So, jetzt geht's hier weiter. Erstmal das ganze Verpackungsmaterial weg. Und hier ist der. Kriege ich gar nicht hier auf in meine Kamera rein. Das ist der Kran von Dicky. Sieht so aus. Der ist auch richtig hoch, 1 Meter. Natürlich mit Fernsteuerung. Und das Ganze für, ich glaube, 14,99 Euro. Ich habe selber nicht geglaubt. War bei Amazon gerade im Angebot und dachte ich, da musst du aber zuschlagen, Serratus 1. Habe ich auch gemacht. Hier die Rückseite. Hier mit Zubehör, so ein Eimer. Ja, so eine kleine Ladefläche. Seht ihr nochmal den Kran. Hier die Fernsteuerung. So, jetzt kommt das letzte Set dran. Mann, hier sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. So, das letzte Set. Und, ja genau, es ist die alte Playmobil-Feuerwehrstation. Die sieht doch cool aus. Weil ich habe doch bis jetzt erst zwei Feuerwehrstationen, dachte ich, da fehlt doch unbedingt eine dritte. Finde ich irgendwie schöner wie die neue Feuerwehrstation. Hat hier unten einen extra Eingang. Oben eine Art Aufenthaltsraum mit Betten. Ich zeige euch mal die Rückseite. Mit so einem Schlauchturm. Also so ein Turm, wo man die Schläuche aufhängt zum Trocknen. Ja, und eine Menge Zubehör. Ihr seht es ja. Und zwei Figuren. Puh, das war vielleicht anstrengend. Mir tun richtig die Hände weh vom Auspacken. Eine Menge Spielzeug, eine Menge Videos, die in nächster Zeit kommen werden, indem ich euch die einzelnen Sets dann zeige. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, mein Mega-Unboxing-Video. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, den Kanal abonniert, mich weiterempfehlt, die Videos teilt und natürlich ganz viele Kommentare schreibt. Ja, und dann bis bald, bis zum nächsten Video. Euer Serratus 1.